Sidlacek und ich bin als historischer Berater im Projekt Silent Hunter Online tätig. Also ich bin schon seit über 15 Jahren in der Spieleindustrie tätig und habe schon einige Spiele mit militärgeschichtlichem Hintergrund gemacht, entwickelt und ich bin Hobby-Militärhistoriker und habe eine große Sammlung zusammengetragen, mittlerweile fast 400 Bücher, 500 Stunden DVD. Und da ist natürlich auch ein ganz beträchtlicher Teil, beschäftigt sich mit der U-Boot-Waffe im Zweiten Weltkrieg. Und von daher kann ich zu dem Projekt gut was beitragen. Also ich sammle dadurch ja auch Fotomaterial, Videomaterial und man weiß dann schon ganz genau, wie zum Beispiel damals so ein Interior von einem U-Boot ausgesehen hat, wie die Instrumente ausgesehen haben und da kann man natürlich den Grafikern auch gut Hilfe leisten, ja. Natürlich wird bei Silent Hunter Online großen Wert auf historische Akkuratesse gelegt. Nur muss man auch in bestimmten Bereichen Abstriche machen, weil es einfach vom Gameplay her nicht anders geht. Das ist natürlich auch, das hängt mit der Spezifikation zusammen, dass wir hier ein MMO haben. Und es ist keine Einzelspielerkampagne in dem Sinne, wie man es von den anderen Silent Hunter Titeln gewohnt ist. Das heißt, da ändern sich schon einige der Rahmenbedingungen, wo man dann auch mal Kompromisse in Bezug auf die historische Akkuratesse eingehen muss. Die beratende Tätigkeit, die ist natürlich sehr vielschichtig. Zum einen gilt es, das Design des Entwicklers auf historische Genauigkeit zu überprüfen. Und zwar nicht nur die technischen Daten der Boote oder so, sondern auch im Gameplay, wie zum Beispiel, wie wurden Ziele erfasst, was waren die einzelnen Schritte der Mannschaften, bis es dann zum Torpedoschuss kam. Also einfach der Ablauf an Bord. Darüber hinaus gibt es natürlich diese ganzen Zahlen, Daten und Fakten, die überprüft werden müssen. Aber es geht zum Beispiel auch so hin, wir haben erstmals für dieses Spiel sind wir in der Lage, die Original-Quadratkarte der deutschen Kriegsmarine so genau abzubilden im Spiel, dass es sich tatsächlich um die richtigen Koordinaten handelt. Und darüber hinaus ist es uns gelungen, durch Forschung im Marinearchiv die restlichen Karten vom Indischen Ozean, von Südamerika zu finden, sodass wir erstmals in dem Spiel die komplette Weltkugel als Quadratkarte abbilden können. Und zwar genauso, wie es damals vor 70 Jahren war.